Love You Forever mit einem Chrome anstatt Metall aussehendem oder Metallic aussehendem. Ich weiß nicht mal, wie man das Teil hier nennt. Nocta. Und wenn man hier genau hinschaut, sieht man, da sind kleine Herzen anstatt Sterne. Und ich muss auch wirklich sagen, Leute, wenn ihr Interesse habt an coolen Schuhen sowas, das ist auch keine bezahlte Werbung oder irgendwas, könnt ihr gerne mal Size Up abchecken. Von dem Bro habe ich auf jeden Fall diesen Schuh hier bekommen. Ja, so, ist ein geiler Sneaker-Plug. Das heißt, für alle Leute, die Interesse haben an Sneaker oder sowas, könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Das ist einfach nur ein Tipp unter uns. Von mir an euch, Leute. Grüß dich. Das Navi ist ein Verbrechen? Naja, das hat mir in Graz geschickt. Wenn ich das weiß, ich beim Biberhaufen aussteigen lassen. War ich aber im Biberhaufen runtergefahren, da Handelsgehen. Das hat mich einmal rausgeschickt auf die Stadt Lauerstraße. Ich weiß eh, dass die Uber-Fahrer oft dann bei mir rechts die Garage runterfahren und so. Das ist immer ein bisschen blöd. Und in diesem Sinne, Freunde, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Wir fahren jetzt durch Wien. Wir werden heute mal wieder mit einem Zuschauer auf jeden Fall einen Burger testen gehen. Ich habe schon im letzten Jahr gesagt, wir müssen einfach alle Burger in Wien so gesagt testen und probieren und ein bisschen mit euch abhängen. So, das ist jetzt auch der erste Zuschauer, mit dem ich mich treffe in 2023. Und ich freue mich, ich bin wieder hyped. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video. Burger essen gehst. Ja, Burger essen gehst. Da wirst du sagen, die Wien hat die besten Burger auf der ganzen Welt. Die Wiener haben die besten? Auf der ganzen Welt. Echt? Ja, wirst du sehen. Ich gehe immer in das Steakhaus zum Fischer, im 23. auf die Dresdner Straße. Also das Fischer am 23. Ja, auf der Dresdner Straße. In die Kommentare, wenn wir es testen sollen. Vielleicht schaue ich mal da vorbei. Ja, eigentlich sollten wir zusammen gehen. Und der Geschmäcker, ah, Gerla. Gerla. Wie heißt der? Der Stefan kennt sich aus mit Burger, oder? Ja, der ist da. Hallo, servus. Servus Stefan, du, ich hätte eine Frage an dich, du als Burger-Spezialist. Wo gibt es die besten Burger in ganz Wien? Naja, wirklich gute Burger kriegst du auf jeden Fall auf der Straße Richtung SCS raus, beim Fischer. Der Fischer, ja, das habe ich gesagt, genau, ja, das habe ich gesagt. Also der hat richtig geile Burger. Okay, ja. Okay, das ist für einen Kunden, was? Deswegen habe ich gefragt. Danke dir, Stefan. Ja. Bitte, gerne. Stefan, bester Mann, Kuss geht raus. Gerne. 5 Sterne für den Uberfahrer auf jeden Fall. Danke dir, gell? Das merke ich mal. Merkt ihr das? Sucht es gleich auf YouTube raus. Bye, bye. Papa, ciao. Gell. Ciao. Maschine. Alles gut? Alles gut bei dir? Alles super. Freut mich auch. Was geht? Alles gut. Wie ist der Burger? Ist er krass? Er ist schon krass. Ja? Also, es kommt darauf an, auf was du stehst. Aber halt, wenn man halt richtig auf Fleisch steht, also... Ist ein schön fleischiger Burger, ja, sagst du, ja? Fleischiger Burger. Warum nervös? Warum? Mit mir braucht man doch nicht nervös sein. Das muss ich mal vorstellen für die Zuschauer. Mein Name ist John, yes. Aber die meisten nennen mich Johnny. Johnny? Und ich bin ja 21 Jahre alt. Was machst du? Studierst du? Ich arbeite gerade Teilzeit beim Snipes. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe eine Umfrage gemacht, gell? So, und das ist auch für euch da draußen. Ihr merkt es, ich treffe mich auch mit den Leuten. Und wir sind jetzt bei Om Nom Burger. Gibt es seit 2014. Ich habe schon ein bisschen die Karte angeschaut, ist ganz cool. Aber wie du schon gesagt hast, sind keine Smashburger und wir schauen einfach rein, würde ich sagen, oder? Mach mal. Let's go. Geh mal. Oh, der Laden ist klein, ja? Ja. Hi. Very long time. Hallo. Das Leben. Ja, ich kann. Ganze Reise. Ja? Bist du richtiger Wiener? Ich bin halt hier geboren. Ja. Was also, bist du für ein Landsmann? Philippinen. Ah, Kilos. Oh, nice. Ich bin gerade auf Aufbauphase. Viel am Pumpen? Viel am Pumpen. Sehr schön. Was hast du immer für einen Burger gegessen? Also ich habe da, glaube ich, einen Cheeseburger gegessen. Ja. Double Patty. Wie dick ist ein Patty? So ein, zwei Zentimeter? Es ist eh, also dünn. Also ja. Nicht smashed, aber halt schön dick. Also dünn. Ja. Also es ist halt nicht dick. Ich habe eh schon die Karte so ein bisschen angeschaut. Was gibt's hier denn noch alles? Süßes gibt's auch. Boah, krass. Ich glaube, Lukas war mal auch hier. Lukas war mal hier? Ja. Was hat der Chef gesagt? War der gut? War gut. Ja. Okay. Also was hier direkt sichtbar ist, es gibt zwei Arten. Man kann entweder einen Burger machen oder eine Bowl. Genau. Das habe ich schon auf der Website auch gesehen. Ja. Weiß ich jetzt aber nicht. So eine Burger Bowl finde ich jetzt nicht so nice. Ich glaube, ich weiß, was für ein Burger mich erwartet. So ein Tuning-Messen-Burger, so ein bisschen, aber in gut wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Okay. Ah, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich Single oder Double nehmen sollte. Auf jeden Fall auch für euch, es gibt wirklich Signature-Burger,
alle auch immer Single Double, Flanky Black, Classic Bun, Rindfleisch Patty, Cheddar Bacon, okay, da bin ich raus, Cheesy Legend, Hot and Horny. Hot and Horny? Weiß ich nicht. Okay, ich auch nicht. Weiß ich nicht. Ich habe auch noch kein gutes Sushi in Wien gefunden. Sushi? Oh. Ich habe letztens wieder bestellt beim Laden, muss ich jetzt nicht näher erwähnen, aber... War nicht so? Erstmal habe ich 3,5 Stunden gewartet, aber da war ich auch sehr sauer, die waren auch sehr unfreundlich und so. Ja, aber egal, passiert. Vielleicht hat er einen schlechten Tag, muss man auch mal drüber hinwegsehen. Dann nehmen wir 2x Cheeseburger Double, dann kriegen wir einmal normale Fries, einmal Cheese Fries. 20 Minuten später. Die Cheese Nuggets kommen gleich. Okay, super. Bitte. Wie sind die Pommes? Ich finde sie hammer gewürzt. Mhm. Aber bisschen Salz geht. Bisschen Salz geht noch. Ja. Ist ein bisschen so latschig, aber das ist auch gewollt. Aber ist nice. Johnny der Powerlifter. Ich kenne irgendeinen Johnny Powerlifter. Wie heißt der? Von Johannes Lukas, seinem Team. Da gibt es einen Johnny. Der ist Powerlifter. Ja, ja. Der ist aber Johnny Münster. Johnny Münster, genau. Ja, genau. Der ist eine Maschine, oder? Der ist brutal, Bro. Was machst du? Kreuzheben, Max? Kreuzheben? 170, 180. Wenn ihr Bock drauf habt, ich gehe einmal mit Johnny trainieren. Du bist 21, gell? 22. Oh shit, das heißt, du nimmst mich auseinander im Gym wahrscheinlich, gell? Okay, vielleicht machen wir eine Session mal zusammen. Hau rein, Bro. Lass dir schmecken. Boah, der ist schon drippy, der Burger, ja? Das Brot ist so ein bisschen fester, aber ihr seht, dieser Cheddar Cheese, Spider-Man-Netz, unten Salat, eine eigene Soße, eine Burger-Soße. War der gut? Guter Biss? Ja, Mann. Also das Fleisch ist schön weich, das merke ich. Das Brot ist ein bisschen fester. Und wenn man sieht, schaut. Eieiei. Aufpassen, gell? Das wird jetzt was. Medium rare. Ist wirklich gut getroffen, muss ich sagen. Okay, das ist jetzt nicht das Wahre. Die Cheese Fries sind auf jeden Fall... Eigentlich ist eine geile Idee, aber das wird halt nichts. Nimm mal eine Gabel und reiß das ab. Einfach Schwertkampf. Ja, das ist lecker. Aber der Käse ist halt ein bisschen sinnlos, weil du hast nur oben Käse und unten sind wieder ganz normale Pommes. Zu dem Burger, ich finde den Burger geil. Vielleicht müssen nur mehr gesalzen sein. Ansonsten ist guter Burger. Das Brot, ich hätte einfach ein Sesame Brioche Bun nehmen sollen, das wär der schlauere Move gewesen. Die haben das Fleisch wirklich gut angebraten. Auch, ja, das ist so richtig rustikal, bisschen Kruste haben wir, Tomate, die Burgersoße. Kann man machen auf jeden Fall. Maschine. Wir sind uns einig, Bro, das ist ein Pumperwerk, oder? Ja, Mann. Also man isst den, da geht man ins Training. Power rein. Dann hast du so viel Kraft wie keine Ahnung. Mhm. Super Channel, weißt du so, gell? Dankeschön. Ganz kurz noch zwei Fragen, welche Kamera verwendest du? Lumix. Lumix. Und das zweite, wo esst ihr das hin, Jungs? Oder geht ihr statt schlafen? Wir trainieren schon ein bisschen. Okay. Ja, Sport machen wir schon. Super. Mach's gut. Super. Bye, bye. Super Channel. Ey. Danke, ciao, ciao. Gute Empfehlung. Was sagst du? Hey, wir müssen mal ganz kurz sagen hier. So, 1 bis 10, was gibst du dem Burger? Soll ich zuerst machen? Mach du zuerst. Ich gebe dem Burger eine 7,5. Ich erkläre dir warum. Fleisch ist geil, zu wenig gewürzt. Und außenrum ist mir noch nicht genug einfach. Und das Brot könnte man besser machen. Eine 7,5 ist deswegen, denke ich, absolut fair. Meiner Meinung nach eine 8. Eine 8. Eine normale 8, weißt du. Sehr schön. Also ich muss auch ehrlich sagen, auch eine 7,5 ist ein guter Burger. Weil eine 10 habe ich wahrscheinlich noch nicht gegessen so. Für alle Leute, die jetzt abchecken wollen, es ist Om Nom Burger im 9. Bezirk, 6 Schimmelgasse. Was ist das für ein Name aber? What the fuck? Wer hat diesen Straßennamen erfunden? Ich hoffe, man sieht sich nochmal. Wir werden uns safe nochmal sehen. Ich danke dir für die Empfehlung. Ich danke dir für deine Zeit. Nein, ich danke dir, dass du zurückgeschrieben hast. Also, dass du mich angeschrieben hast. Kuss geht raus, Bro. Ja. Ehrlich. Ja, da brauchen wir nicht danken. Okay, nicht schlecht, Bruder. Bro, okay. Wir müssen trainieren. Wir gehen zusammen trainieren. Wir machen das, versprochen. Okay, Bro, mach's gut. Komm gut nach Hause, fahr vorsichtig, ja? Du auch, ja. Bye, bye. Ciao. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und bis zum
nächste Mal. Mein Goal für 2023 ist es, mit Luciano einen Vlog zu drehen. Ich weiß bis heute noch nicht, warum der Bruder unter mein Foto auf Instagram kommentiert hat. Wir müssen es irgendwie hinkriegen. Wir als Community mit Luciano einen Vlog.